Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandios geilen Folge Final Fantasy VII Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir sind jetzt hier wieder in Sektor 7. Ihr seht die Zerstörung. Ihr seht den Himmel, was eigentlich nicht sein sollte, weil da müsste die Platte sein. Shinra muss dafür büßen, Freunde. Zudem wollen wir natürlich auch... Oh, Alter, was ist das denn hier? Bio-Kette A. Okay, ja, kurz gucken. Analyse. Zudem wollen wir natürlich Earth befreien. Aerith. Und ihr seid dabei, was mich sehr freut. Freunde, wie immer natürlich, dickes Dankeschön erstmal, dass ihr immer noch am Start seid. Und es ist ja ein sehr, sehr langes Projekt. Auch wenn die Videos extrem lang sind. Aber das halt auch nur gemacht, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Und ganz ehrlich, weil es auch nicht so krass läuft, deswegen will ich jetzt nicht da 80 Videos, die alle nicht so krass laufen, sondern das ist halt für euch. Ja. Aber ihr, die jetzt noch zuhört, jede Folge einschaltet. Ihr solltet euch ans Herz fassen, denken, na, warte mal, er macht's für uns, es wäre geil, Alter. Ich unterstütze den, lasst eine Bewertung da, Freunde. Es tut nicht weh, aber verdammt nochmal, macht es. Macht es. Ja, Support ist kein fucking Wort, ihr wisst es halt einfach. Oder solltet es wissen und auch danach leben, Freunde. So. Genug gelabert, jetzt voll in die Action. Ich habe aber beim letzten Mal schon gesagt, dass ich denke, dass es jetzt richtig zur Sache gehen könnte, storymäßig. Ich bin mal sehr gespannt. Ich denke mal, trotzdem, dass noch einige Stunden dauern, bis wir durch sind. Ich mir sehr gut vorstellen. Aber das werden wir halt natürlich sehen. Oh, ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Videobeschreibung schauen, mir auf Instagram folgen, bin ich auch recht aktiv. Instant Gaming abchecken, falls ihr günstig Games Guthaben braucht und so weiter und so fort. Ihr kennt es. Glocke aktivieren auch, ganz wichtig, Freunde. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, dauert es wahrscheinlich noch, weiß ich, ein, zwei Wochen. Also eine Woche locker, na mehr. Zwei Wochen wahrscheinlich, bis ihr dieses zu sehen bekommt. Ich weiß gar nicht, was wir danach zocken, Alter. Das ist so das letzte große Game. Es ist das letzte große Game eigentlich. Bis Ghost of Tsushima. Und das kommt Ende Juni. Das sind einfach 2 Monate. Ne, warte mal. Drei. Ich weiß gar nicht, was wir bis dann zocken. Ich hab keine Ahnung. Gewitter! Waren die gegen Feuer oder waren die gegen Blitz? Oder gar nichts von beiden. Oh, tschüss! Feuer! Bam! Also Feuer ist es auf jeden Fall nicht, aber trotzdem, jetzt ist der auch noch geschockt. Blitz war es, glaube ich. So darf's weitergehen. So wie der darauf reagiert hat, dann müsste es eigentlich Blitz sein. Alter, Freunde. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hä? Ist das ein Grafikfehler gerade? Hä? Ist das gerade ein Grafikfehler? Das ist eine fucking Tapete, Alter. Was ist denn das, Alter? Das sieht ja unnormal scheiße aus. Was ist denn hier los? Ist das ein Grafikfehler? Ist das einfach nicht gerendert? Also ist gerade nicht geladen da hinten? Guck mal, hier alles 3D noch so und so weiter. Da hinten, weil es so hell ist und verschoben ist, geht. Aber hier, zieht euch mal die Fabrik an. Da hinten. Und den Strommast, das ist eine fucking Tapete. Und da hinten, der Horizont. Guck mal, jetzt hier sieht man es richtig gut. Links die Mauer, die noch modelliert ist. Und hinten einfach eine Tapete. Eine Grafiktapete. Hä? War das schon öfters so? Das sieht ja unnormal hässlich aus, Alter. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ist das gerade... Kommt die Engine gerade nicht nach? Also manchmal hat man das ja gerade auch bei der Unreal Engine, dass es öfters mal ein bisschen länger lädt, bis dann alle Texturen geladen sind und so weiter. Und das ist dann, bis dann alles verschwommen aussieht. Können uns die anderen später vom Boden kratzen? War klar, dass es nicht einfach wird. Ich komme darauf gar nicht klar, das sieht so scheiße aus. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. What the fuck? Auch hier jetzt. Doch, die Wand. Diese Wand sieht auch so komisch aus. Als wäre das Greenscreen oder so, Alter. So eine Fototapete. Junge, was ist denn da passiert?
Ich meine, manche Texturen in dem Game, gerade wenn man näher rankommt, sind übelst hässlich. Das haben wir ja schon öfters festgestellt. Aber auf der anderen Seite, Lichtstimmung und Charaktere sehen halt übelst geil aus. Und die High-Class-Mission und so, die sehen halt auch geil aus. Aber manche Texturen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Direkt von der Nase. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Ja. Bisschen schlauer gehen, Barrett. Nur wir drei sind übrig, ja? Oh, Rang 3 Soldaten. Eigentlich müssten die ja krasser sein als Cloud, weil der ist ja nur Rang 1, aber dann ist er vielleicht schon abgehauen. Ja, ich meine, Cloud ist was Besonderes. Weil ich wollte einfach nur sagen, dass sie eigentlich nicht so schlecht sind. Aber Feuer. Hey, meldet euch! Mann, Alter, ladet mich auch mal ein. Solche Sprüche kann ich auch gerade einen Satz reinsprechen, ey, und mich cool fühlen. Das ist voll geil, Alter. Einmal nur einen Satz rein synchronisieren, wo man nicht so krass schauspielen muss, weil ich kann das wahrscheinlich gar nicht. Normalerweise für richtig gute Synchro muss halt auch schauspielen können, eigentlich. Versuch ist es wert. Deswegen sind die Synchronversuche von einigen YouTube-Kollegen ziemlich scheiße. No disrespect, aber ist halt einfach so. Weil sie es halt nicht gelernt haben. Was zur? Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie! Wir benötigen Verstärkung! Haben sie! Ihr kriegt doch die Schnauze jetzt! Auftritt hingelegt, was? Ich bin ein frohes Gesicht, ey. Auf sie! Fackel dich ab, Junge. So geil, wenn die genau nebeneinander stehen. Da sind sie! Da sind sie! Materia-Stufe schon wieder? Was ist hier los, Mann? Feuer? Komm mal da runter! Alter, 2000 Schaden mit einem normalen Feuerangriff. Das ist ja nicht mehr normal. Also normal. Ich hab sie! Umzingeln! Alter, ich steig ja nur noch auf hier. Ich bin der Beste. Huhu, 200.000 Schaden. Ziel gefunden! Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt hier so weitergeht, dass wir sehr viel kämpfen müssen erstmal. Aber ist ja nicht schlimm. Macht ja Bock. Oh! Hey Junge, was erlaubst du dir? Der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Hab ich hier irgendwas übersehen? Boah, ich komme darauf nicht klar, Freunde.
Das passt überhaupt gar nicht zu der Qualität des Spiels, dass da so eine Tapete ist, Alter. Ich bin richtig so 15 Jahre zurückversetzt. So wie es damals war. Man ist jetzt kein Gamebreaker oder sowas. Das ist jetzt nicht so allzu schlimm, aber es fällt halt auf, wa? Weil das Spiel an sich schon ziemlich geil aussieht. In mit einer Seilpistole bestimmt. In vielen Abschnitten, ne? Feuer, 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 Feuer auf die dumme Sau. Feuer, 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 Feuer auf die dumme Sau. Ja, genau, dich meine ich, du kleiner dummer Wicht. Du kriegst mein Schwert übelst in ein hässliches Gesicht. Ich schlafe alles da, scheiße. Alter, mega Kick hier, bam, Junge. Boom. Cloud hat Stufe 31 jetzt erst erreicht? Hat sie mich eingeholt von dem EP? Wie geht das denn? Oder braucht die weniger? Die braucht viel weniger. Ja gut, 400 weniger, aber warum? Das ist ja, Alter, das ist ja frech. Aber ich habe gesehen, es gibt ein Trophäe für Level 50. Ich weiß gar nicht, wie das noch passieren soll, Alter. So, mega. Ich habe so viele. Ich brauche eigentlich nichts. Phönixfedern. Scheiß drauf. Kurz ausholen. Wie viele Musikstücke gibt es eigentlich? Müsste doch eigentlich die meisten haben. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass dieses große Vieh, was wir gerade gesehen haben, dass er wieder weggeflogen ist mit den anderen, dass sie das wahrscheinlich auch nochmal kämpfen müssen, oder? Ich gehe mal davon aus. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ja, klar. Aber ich will ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Finde ich eigentlich auch ganz cool, also. Ist jetzt nicht so, dass wir das Seil überall anwenden können, wo wir da Bock drauf haben. Aber trotzdem ganz cool. Also Blitz. Natürlich keine Chance mehr. Ich bin auch mehr auf in Sachen Ausrüstung und Level Up und so weiter, bin ich auch mehr auf jeden Fall auch auf Magie schon angegangen. Deswegen hau ich auch teilweise richtig krass rein. Ne? Ich meine, ist halt schon heftig, ja? 2200 Schaden. Mit einem normalen Blitzangriff oder einem normalen Feuerangriff. Ne? Hallo? Hey, was geht? Ich weiß gar nicht, ob sich das noch lohnt. Jetzt noch. Das lohnt sich dann, klar. Klar. Das lohnt sich noch. Aber die Frage ist, das muss ich gleich nochmal gucken. Was ich eigentlich noch machen muss, ich glaube, es ist immer noch die Aufgabe 200er Schock. 200% Schockschaden oder sowas. Supertrank. Zurück zum Spiel. Kampfberichte? Was muss ich da machen hier? Hier, guck mal, 200%. Und? Sämtliche Magie-Materie meistern, insgesamt 12 Arten. Ach du Scheiße, ja gut, dann halt nicht. Boah, was fehlt denn da noch alles? Ach komm, nee. Das ist schon wieder so eine Fleißaufgabe, Mann. Nee, okay. So. Wo geht's denn hier raus? Hier, hm? Ist hier hinten noch was? Das wäre so ein typisches Versteck eigentlich gewesen. Alter, der Boden bebt. Was ist hier los? Granatwerfer? Was? Was ist denn jetzt los? Ich komme da gar nicht ran. Rein. Ich komm da nicht ran, ne? Ja,
Wenn's hier zu bröckeln beginnt, na dann gute Nacht. Hör doch mal auf, immer so negativ zu sein, Barry. Was ist denn los, Mensch? Die ganze Zeit, ja, wenn wir da runterfallen, sind wir platt wie eine Flunder, bla 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 bla. Hör doch auf, einfach, hör doch auf. Positiv bleiben, für Lenchen. Da will ich aber auch noch wissen, wer bitte die Mutter ist von Lenchen, Alter. Oder ob sie wirklich ein Geist ist, vielleicht sogar. Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz gerafft, oder? Das habe ich auch noch nicht gerafft, ob die auch irgendwie so ein übernatürliches Wesen ist oder so. Weil seine Tochter ist es nicht. Ist es nicht. Ich glaube, wenn der seine kleinen Soldaten in irgendeine Reihe rammt, Alter, Presslufthammer-Style, ich glaube nicht, dass dann am Ende ein 100% asiatisches Mädchen rauskommt. Irgendwie ein bisschen dunkleren Teint hätte es wahrscheinlich schon. Deswegen, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Ob sie vielleicht wirklich auch nur ein Geist ist oder sowas. Oder irgendwie so, weiß nicht, Adoptivtochter oder... Weiß nicht, keine Ahnung, irgend sowas halt. Oder die Tochter von seinem besten Kumpel aus dem Krieg und er passt auf sie auf, irgend sowas. Achso, warte mal. Wahrscheinlich jetzt hier mit dem Seil wieder, ne? Mit dem Seil wieder, oder? Wie furchtbar. Prägt euch den Anblick gut ein. Krass, krass, Alter, dass sie das alles einfach kaputt gemacht haben, ne? Eiskalt. Und jetzt sieht man erstmal, guck mal, was für ein riesiger Abschnitt das ist. Das siehst du ja jetzt erst, guck mal, wie weit das... Boah, krass. Krass, krass. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Auf jeden Fall, ja. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge, wenn hier wer platzt, da diese Shinra-Säcke... Ja, mit der Abrisswürde kurz mal auf den Sack gekloppt, da platzt auf jeden Fall alles weg. Echt lang? Ja. Alles ganz cool. Für die Ruhe selbst. Ich bin ein bisschen nervös. Wir gucken die ganze Zeit runter, weil wir krass sind. Komm schon, Barrett. Ich werde aber wahrscheinlich auch auf den Arsch rübergerutscht, Alter. Ich hätte zu viel Schiss gehabt. Oder ich hätte gesagt, ey, Leute, geht ohne mich. Aus dem Weg. Und zwar schnell. Gegen was waren die nochmal? Ich hab vergessen, ja. Eis und Wind. Alles geht. Oder das Grüne ist doch Wind. Oder habe ich den jetzt anvisiert? Den habe ich wahrscheinlich anvisiert, ne? Jo, genau. Nee, nee. Das waren doch die anderen. Jetzt oder nie. Alter, was hältst du aus? Keine kommen. Kleine Show, fällig. Bring nochmal. Das war's dann. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Ja. Ja, ey, wenn die... Ach, warte mal. Ich überlege gerade... Oh, okay, da ist gerade was dran. Oh, Sauerreif. Haben wir allerdings schon. Warte mal, wenn die Sachen automatisch eh mitleveln, ne? Chakra, warte mal, Chakra nehme ich hier raus. Heilen, Max, wiederbeleben. Wiederbeleben ist auf dem Weg, hochgespült zu werden. Glut ist schon Max, Frost nicht. Frost können wir mal reinpacken. Das hat ja Aerith. Auto wieder ist ganz gut, das können wir noch mal kurz gucken. Was muss ich denn noch hochleveln? Luft ist Max, Frost habe ich ja jetzt reingemacht. Toxin auf jeden Fall. Frost hat sie, Toxin, Heilen, warte mal. Was können wir denn? Barrett hat so viele Dinger, Alter, warte mal.
MP-Boost. Das könnte ich mal wechseln. Warte mal, was klatsche ich denn denn rein, dass er denn nebenbei so off levels? Toxin haben wir jetzt, Barriere haben wir. Versiegelung. Und Zeit fehlt noch. Ach komm, wenn der nicht heilen hat, dann ist es okay. Die anderen beiden haben ja schon heilen. Ne? Du nimmst jetzt Zeit noch mit rein. So, dann levelt das ja alles nebenbei auf. Vielleicht schaffe ich ja den Kampf irgendwann. Das wäre nämlich ganz geil, weil ich würde schon gerne die Esper-Dinger zumindest noch sehen. Ne? Wir müssen übrigens noch Schokomoppel einmal heraufbeschwören. Ne? Einmal muss das schon sein. Und links. Jawohl. Mein Gott, Alter. Ein bisschen verschleimt hier, Alter. Du, Feuer drauf! War okay, hast recht. Wie die Kamera extra so in den Abgrund geht, wa? So. Na, da ist er doch schon. Runter! Scheiß Heli, lässt einfach nicht locker! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ey, das ist doch ein... Das ist ein schlechter Witz, aber nur. Eins. Oh, Alter. Zu spät. Das gibt's doch nicht. Komm mal lieber hier runter und kämpf. Der kann doch nichts. Komm, ich hau mal direkt Blitzgar auf. Oh. Dann halt den anderen. Jo, alles klar. Ja, ich kann gar nichts mehr machen, Alter. Ich werd übelst hardcore gebankt. Was soll das, Alter? Die Musik geht übelst ab, Alter. Blitz nochmal drauf. Barret? Schön. Ein Schlag noch. So. Ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht so zwei Kissen, oder? Jetzt ist da was Geiles. Ja, das ist gar nichts. Danke. Oh, ihr Schweine, ihr bringt das schon in Stellung, oder? Ja, wartet nur auf uns. Lappen, Alter.
Oh, schön. Hat der Angriff nicht getroffen? Ne, hat er nicht, wa? Schön. Sehr schön. Alter, raus hier aus dem Dampf. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Komm, ich hab da genug davon. Gönnen wir uns mal ein. Och, hier ist eine Bank. Verschwendung. Alter, die Musik peitscht einen aber auch an, wa? Jetzt kommt ein dicker Bossfight gegen das Scheißding. Sonst wäre hier keine Bank. Alter, Musik, was geht hier ab, Alter? Ich will direkt jemanden umklatschen, ey. Oh Mann, ey. So, schön die Kiste hier mitnehmen. Ich sag super krank. Super Trank. Ah, Gegengift. Ah, fast, fast. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Warte mal, warte mal, warte mal. Ist hier wieder ein Seil oder was? Ach, hier. Din, 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 din. Mach keinen Scheiß, hier sind wir angefangen. Ja, du kannst dich ja mit dem Ding nur rüberziehen, wenn da auch ein Seil ist. Oh, Alter, das tut einem weh, weißt du? Du hast so ein Seil-Dingsbums da, Alter, und bist einmal komplett rumgelaufen, hättest hier einfach nur rüberlatschen können. Du hättest sogar über den scheiß Stahlträger wahrscheinlich gehen können. Das tut einem weh, das tut einem wirklich manchmal im Herzen so ein bisschen weh, das die Levelstruktur. Also dann vor, wenn dir dann vor Augen gehalten wird, jetzt einfach rübergehen können. Boah, schön. Haben sie aber aus der Farbpalette des Himmels nochmal alles rausgeholt, schön. Sehr schön. Also nicht die Zerstörung, aber eben schon. Wir fangen von vorne an. Machen wir. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Ah, schöne Musik gerade auch. Sehr praktisch. Den, 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 dann geht wieder die Mucke los. Yo, yo, yo. Wir sind wieder auf dem Trip, Alter. Oh, oh nein, Crash Bandicoot, Zahl, wegrennen, wegrennen. Als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! Ja, ist doch geil, sollen sie doch kommen. Oh mein Gott. Ja. Jetzt ist natürlich scheiße, Alter. Jetzt ist natürlich scheiße ohne Distanzwaffe. Jetzt ist halt scheiße, wa? Jetzt muss ich einfach. Ich schätze mal Blitz. Ich schätze mal Blitz wie bei allen Maschinen. Ja. Shit! Feuer, Eis. Ist Eis vielleicht auch gut? Ich weiß nicht. Das ist halt scheiße. Nicht die Kisten kaputt machen. Nicht die Kiste. Spring doch hoch! Was machst du, Cloud? Bist du dumm im Schädel? Was macht der denn, Alter? Normalerweise springt er doch automatisch hoch. Jetzt schlägt er erstmal die Kisten kaputt, du Idiot, Alter. Blitz, Blitz, Blitz! Hast du auch schon Blitze? Oh, ja, 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 perfekt. Alles okay? Oh mein Gott. Cloud! Festhalten! Spider-Man, Spider-Man! Sehr geil, Alter!
noch nicht vorbei. Weiß ich doch, aber gleich schon. Dafür sorge ich. Ah, sehr gut. Ja. Los geht's. Komm schon. War's das schon? Wie bitte? Nein, scheiße. Tiefform? Na, ich glaube nicht, dass du eine Maschine vergiften kannst, wa? Strom ausgezeichnet. Oh. Kommt jetzt gleich die Zeit des Moppels? Los jetzt. Oh Mann, muss das sein? Achtet auf den Laser. Auf den Laser. Los, Leute. So. Ach, sie hat noch gar nichts. Warte. Er liegt noch am Boden. Jetzt das. Bitte. Vielleicht reicht das schon. Er hat daneben geschlagen wieder. Ich hasse diesen Angriff. Blitz! Blitz und Donner! Das hat er gar nichts gemacht. Nein. Werte. Ich glaube. Warte. Ich glaube, Barrett hatte den Schokomoppel. Ah, da fehlen zwei. Oh, ich brauche zwei dafür. Schokomoppel! Yippie! Geil, Alter. Oh, ja, und das war's denn schon. Oh mein Gott, Alter. Ja, Blitz, Alter. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Was? Verdammt! Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Freunde, wir hören hier erstmal auf. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Aber jetzt kommt ein neuer Abschnitt, ein neues Kapitel. Dann machen wir beim nächsten Mal einfach weiter. Ne? Seid dabei. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Fand ich sehr cool. Der Abschnitt war jetzt nicht so spannend. Aber wenn es jetzt so in einer halben Stunde machbar ist, finde ich das schon okay. So ein bisschen zur Auflockerung. Man sieht den Weg, wie sie sich dorthin kämpfen und so weiter. Ein bisschen erzählen auch so. Das finde ich eigentlich ganz nice. Fand ich gut. Halbe Stunde hat gepasst. Und ansonsten hört man sich beim nächsten Mal, Freunde. Checkt die Videoshow ab, Glocke aktivieren. Und Support ist gemod. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Tschüss.